Ja, servus, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video würde ich gern darauf eingehen, für welche 701 ich mich nun entschieden habe. Also welche ich behalten will, entweder Euro 3 oder Euro 4. Also ohne Mist, diese Wheelies mit dem Knie auf der Sitzbank. Einfacher mit der Euro 3. Oha, ich bin jetzt eine Woche kein Motorrad gefahren und jetzt direkt dieser Wheelie und ich merke es jetzt schon in meinem Handgelenk. Ja, dieser Klang ist wirklich absolut geil. Ich habe ja schon das Vergleichsvideo von der Euro 3 zur Euro 4 gemacht. Also wisst ihr ja in etwa, was die Vor- und Nachteile sind der jeweiligen Maschinen. Mein Vergleich ist jetzt auch nicht direkt so fair, weil meine Euro 4 hat ja wirklich Ansaugung, Power Commander und das macht bei dem Motorrad wirklich viel aus. Und die Euro 3 hat jetzt den offenen Luftfilterkastendeckel und den Lambda-Sonnen-Eliminator drin. Ich meine, das macht auch schon einiges aus, ein Drehmoment unten raus und Klang ist natürlich ohne DB-Killer auch gegeben, was natürlich richtig geil ist bei der Bude. Aber letzten Endes ist es dann doch eine Entscheidung vom reinen Fahrgefühl, auf welcher fühle ich mich sicherer, welche macht mehr Spaß zu fahren und welche, würde ich mir denken, ist dann besser auf Dauer zu fahren. Ich bin jetzt keiner, der wirklich ständig große Runden fährt, bis hier 100, 150 Kilometer Touren macht, was jetzt auch einige wahrscheinlich als klein ansehen, keine Ahnung. Aber ich fahre halt nie wirklich große Runden oder ähnliches. Dadurch, dass ich keine großen Runden fahre, könnte man denken, dass ich mich für die Euro 3 entschieden habe. Weil ich habe ja gesagt, für die Euro 3, bei der Euro 3 ist es halt voll entspannt, wenn man nur kleinere Runden fährt, so wie ich es jetzt eigentlich mache. Ich meine, ehrlich gesagt, die Euro 3 lässt sich super weich fahren, ist richtig weich am Gas. Vibration merkt man leicht, ja. Aber sind halt auch voll verkraftbar. Letzten Endes habe ich mich aber dazu entschieden, die Euro 4 zu behalten. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Fahrt mit der Euro 3. Weil sie wird danach auch abgemeldet und dann verkauft. Ich habe schon einen Käufer gefunden, der nicht so weit weg wohnt, also einen Abonnenten von mir. Und das heißt, das Motorrad wird nicht aus der Welt sein. Das heißt, vielleicht werde ich dann in naher, ferner Zukunft, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch schon eher, dann mit ihm mal eine Runde zusammenfahren, während er die Euro 3 hat. Wahrscheinlich wird sie dann auch komplett anders aussehen, als sie jetzt aussieht. Das heißt nicht mehr weiß-blau oder vielleicht wird sie auch weiß-blau bleiben, aber halt sie wird definitiv anders aussehen, weil sie bekommt dann einen neuen Besitzer, der dann wahrscheinlich auch etwas dran machen wird. Warum ich mich dann letzten Endes für die Euro 4 entschieden habe, das heißt die Euro 3 zu verkaufen, dass obwohl ich immer so gesagt habe, dass der Sound der Euro 3 geil ist, ja, der Sound der Euro 3 ist geil, dass man halt leise fahren kann, wenn man das will, aber wenn man Gas gibt, dass sie dann halt auch wirklich unten raus geiles Drehmoment hat, geilen Klang. Es ist halt einfach geil, kann man nichts dagegen sagen. Also wirklich, wer eine Euro 3 hat, ist einfach eine geile Maschine. Ihr müsst nicht tauschen gegen die Euro 4. Da habe ich jetzt bloß für die Euro 4 entschieden. Weil ich denn das schon so viel dran gemacht habe. Verkleidung, ich habe die Ansaugung gemacht, Auspuff, das alles umzubauen. Ich meine, das wäre alles kein Thema, es umzubauen, aber das wäre halt wieder einiges an Zeit, die dafür drauf geht. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber es ist einfach, wenn ich die Euro 4 fahre und dann gerade, sag ich jetzt mal, ein, zwei Tage nicht gefahren, wenn ich steige auf die Euro 4 drauf, ohne DB-Killer, fahre los und merke, wie butterzart die sich einfach fahren lässt. Also du merkst einfach, keine Vibration, du fährst schön gemütlich untertourig. Motor und Auspuff sind halt relativ laut, vor allem der Auspuff. Wie ich ja schon in dem letzten Vergleichsvideo gezeigt habe, da sieht man, dass sie im Stand sogar 2 dB lauter ist als die Euro 3. Aber sie fährt sich halt wirklich so super weich, wenn man die Gasannahme ist halt etwas direkter als hier. Was, naja, ich sag mal so, das ist einfach bloß Gewöhnungssache, ob man das eine oder das andere mag. Aber ich habe bei der Euro 4 hatte ich jetzt öfter das Gefühl, Mensch, eine geile Maschine, ich will die mehr fahren oder ich habe mich halt in der Zeit, in die ich sie habe, richtig dran gewöhnt, das Motorrad zu fahren.
die Euro 3 lässt sich keineswegs schlechter fahren oder ist irgendwie, hat Nachteile in irgendeiner Variante. Es ist einfach bloß, dass ich mich so an die Euro 4 gewöhnt habe, an dieses Fahrverhalten, an die Leistung. Ich meine, die Euro 3 geht unten raus besser, oben raus dafür etwas weniger. Die Euro 4 kriege ich zum Beispiel bei 70 oder 80 im vierten Gang noch easy hoch. Bei der Euro 3... Alter, wie die knallt! Bei der Euro 3 ist es dann schon eher schwieriger. Also da kriege ich sie bei 70 im vierten nicht mehr wirklich hoch. Weil dann halt doch ein paar PS oben raus fehlen. Ja, also ich denke mal mit einer anderen Ansaugung, Power Commander oder ECU Flash, sollte das alles kein Problem sein. Da kriegt man sie auch so gut hoch. Oder wenn ich hier mit dem Knie auf der Sitzbank bin, da kriege ich sie ja auch gut hoch bei 70 im vierten. Das ist einfach bloß, naja, oben raus. Oben raus merkt man dann doch, dass dann etwas weniger Leistung da ist. Der Euro 4 Motor ist dann letzten Endes einfach weiterentwickelter. Der hat zum Beispiel verstärkte Kugellager drin oder halt so Kleinigkeiten einfach weiterentwickelt vom Euro 3 Motor. Mehr hin zum, sag jetzt mal, Wohlbefinden des Fahrers. Das heißt, angenehmer zu fahren. Im Sinne von weniger Vibration, direktere Gasannahme. Obwohl die Euro 4 ja jetzt nicht mal verschiedene Gasmodi hat wie die hier, was ich eigentlich ganz geil fand. Das finde ich echt etwas schade, dass die Euro 4 das nicht hat, dieses Potentiometer zum Einstellen der Gasannahme. Aber das kann man ja vielleicht mit einem ECU-Flash ändern. Vielleicht bekomme ich es auch selber mal auf die Reihe, auf die ECU zuzugreifen und ein bisschen was anzupassen. Sie knallt auch von alleine, was halt richtig geil ist. Sie knallt auch bei gewissen Sachen. Dieses untertourige Knallen ist einfach so geil bei der Bude. Sagen, die Sitzbank ist jetzt scheiße, aber man kriegt trotzdem gut die Millisit. Das sollte jetzt nicht ein Problem sein. Auch gesagt habe, sie knallen doch echt gut beim Runtertouren. Wenn ich könnte, würde ich natürlich beide Motorräder behalten, ganz klar, aber das ist halt wirklich, es ist halt einfach zu krass, das braucht man nicht, das braucht keiner. Keiner braucht zwei 7er-Lines, gerade 1,3 Euro, 1,4 Euro. Ich meine, es gibt wirklich ein paar, die haben halt zwei. Ich würde es halt genauso machen, weil es ist einfach geil. Aber es reicht halt, eine 701 zu haben. Und ich werde mich dann wirklich bei meinen späteren Projekten, ich habe auch schon wieder ein bisschen was an der 701 verändert und habe auch ein bisschen was geplant, was dann auch der Grund ist, warum ich die Euro 4 behalten habe. Zum Beispiel... Ja, ich kenne mich ja gar nicht mehr aus. Zum Beispiel hat die Euro 3 ja schon die 84,5 mm Hub und eine 102 mm Bohrung. Das heißt, Big Bore würde hier bedeuten ein größerer Zylinder. Bei der Euro 4 hat man zwei Möglichkeiten. Man kann entweder den Hub erhöhen oder die Bohrung. Bohrung erhöhen ist bei Weitem teuer. Aufbohren, neuer Zylinder ist bei Weitem einfach teuer. Kann man so sagen, wie es ist. Aber bei der Euro 4 hat man dann noch die Möglichkeit, eine Huberhöhung zu machen. Dass man dann den Hub hat wie die Euro 3, bloß eine viel größere Bohrung. Also 105 mm Bohrung. Und das war dann auch ein entscheidender Grund, warum ich dann doch die Euro 3 behalten habe. Die Euro 4 hat halt an sich fast genauso viel Hubraum, aber hat halt mehr Leistung und Drehmoment, was dann auch, was man dann auch noch besser tunen kann. Und das war dann auch der ausschlaggebende Grund, warum ich dann gesagt habe, hier, ich behalte die Euro 4, Euro 3 lässt sich geil fahren, keine Frage, geiler Sound, alles geil an der Bude. Aber ich habe mich dann schon so an die Euro 4 gewöhnt, habe dort schon so viel dran gemacht, habe auch noch so viel geplant und deswegen habe ich mich dann doch dazu entschieden, die Euro 4 zu behalten. Also wie ich schon gesagt habe, die Euro 3 wird dann nicht aus der Welt sein. Vielleicht wird dann irgendwann nochmal ein oder zwei Videos dazu kommen, dann mit dem neuen Besitzer. Aber bis es soweit ist, werden noch viele Videos von der Euro 4 kommen. Also wer gedacht hätte, ich behalte die Euro 3, nein, ich muss euch leider enttäuschen, ich behalte dann doch die Euro 4. Was das, denke ich mal, auch nicht schlecht ist. Ich meine, das sind beides geile Motorräder, kann man sich echt nicht beschweren.
Aber damit war es dazu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crib.